Wir sind natürlich selber KI-Entwickler. Wir haben eine Forschungsabteilung an der TIB und erforschen, wie wir KI einsetzen können, um digitale Bibliotheken also in der digitalen Welt auch zu etablieren und zu verbessern, bessere Dienste zu entwickeln. Und da arbeiten wir natürlich auch daran, die Daten der TIB zu nutzen. Wir stellen auch viele Daten frei zur Verfügung. Wir haben zum Beispiel ein Videoportal, wo die Videos unter einer Creative Commons Lizenz lizenziert sind. Insofern werden unsere Inhalte auch breit genutzt, aber dedizierte Anfragen von KI-Forschern haben wir relativ wenige oder keine bekommen, die mir jetzt so bewusst sind. Wir stellen natürlich auch ein großes Teil der wissenschaftlichen Artikel sind als Open Access verfügbar. Also die kann man auch frei runterladen, muss uns auch gar nicht fragen, ob wir da den Zugriff gewähren. Also das ist möglich. Bei vielen anderen Inhalten ist es so, dass da natürlich auch Rechte von Verlagen involviert sind. Und da haben wir zwar die Möglichkeit, auch Text- und Data-Mining auf diesen Texten und Dokumenten zu machen und das auch mit anderen Wissenschaftlern in gewissen Umfang zu teilen, aber das ist was, wo wir noch ein bisschen genauer auch klären müssen, wie wir das auch technisch realisieren können, weil wir die Daten eben nicht komplett frei oder die Texte nicht komplett freigeben können. Ja, ChatGPT und andere große Sprachmodelle heißen die ja auch, die arbeiten eigentlich auf so eine Weise, dass sie statistische Wahrscheinlichkeiten berechnen, in welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Worte aufeinander folgen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich war selber sehr begeistert, als ich jetzt diese neue Entwicklung oder Evolutionsstufe von den großen Sprachmodellen gesehen habe. Aber ein Problem lässt sich damit nicht lösen, und zwar ist das das Halluzinieren, dass also so ein Sprachmodell auch bestimmte Texte generiert, die keinen Sinn machen. Und das ist bei ChatGPT bei Alltagsfragen seltener der Fall, bei wissenschaftlichen Fragen allerdings sehr oft. Zum Beispiel werden auch Referenzen und Zitationen generiert, die aber in der Wirklichkeit überhaupt nicht existieren. Insofern ist es von besonderer Bedeutung, dass man alles, was man mit ChatGPT generiert, auch doch mal überprüft, die Fakten überprüft, auch mit zusätzlichen Referenzen versieht. Und das ist was, was eben eine Bibliothek zum Beispiel leisten kann. Aber natürlich auch digitale Dienste wie der Open Research Knowledge Graph, den wir entwickeln, wo wir genau diese Verknüpfung oder wo wir das in die digitale Welt übersetzen wollen, wo wir einerseits große Sprachmodelle einsetzen, um Aussagen über wissenschaftliche Beiträge zu generieren und zu organisieren, auf der anderen Seite aber auch Menschen und Literatur nutzen wollen, um die zu überprüfen, um wirklich eine qualitätsgesicherte Wissensbasis quasi zu haben. Genau, das ist der Open Research Knowledge Graph. Das ist ein Wissensgraph, heißt es, also eine neue universelle semantische Datenbank, in der man Wissen repräsentieren kann. Und dort passiert genau das, was vielleicht auch eben in der analogen Welt passiert. Wir wollen Menschen zusammenarbeiten lassen mit der künstlichen Intelligenz. Also wir arbeiten natürlich an natürlicher Sprachverarbeitung, um Informationen aus wissenschaftlichen Texten zu extrahieren und in dem Knowledge Graph zu repräsentieren. Aber wir wollen das eben auch alles, dass es von Experten, von Wissenschaftlern überprüft wird, sodass es qualitätsgesichert ist. Und das Ziel ist, Wissenschaftlern zu ermöglichen, Fragen zu beantworten. Dass sie also eine Frage zum Forschungsstand in einem gewissen Gebiet stellen können und dann eine Antwort dazu bekommen. In wissenschaftlicher Hinsicht gibt es natürlich die Forschungsabteilung auch der großen Unternehmen, wo die genau auf denselben Konferenzen publizieren oder in denselben Journalen wie wir auch. Und wir treffen uns auf Konferenzen. Ich denke, da gibt es keine Berührungsängste.
Und grundsätzlich arbeiten wir auch zusammen, wo bei uns natürlich ein Open Science Ansatz lieber ist. Und es gibt auch manche Unternehmen, zum Beispiel mit Facebook AI, haben wir eine sehr enge Kooperation mit der Forschungsabteilung bei Facebook, die sehr nach den Open Science Prinzipien auch arbeiten, die also die Daten, die sie generieren, auch frei wieder zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich was, was dann die Kooperation zwischen Forschung und Wirtschaft auch befruchtet. Mit OpenAI, da muss man mal schauen, das ist ja auch gestartet eigentlich, um eine offene KI und auch Open Source zu entwickeln, hat sich aber mittlerweile auch stärker kommerzialisiert und versucht jetzt ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Dadurch ist vieles geschlossen und auch nicht so nachvollziehbar. Und es ist natürlich auch sehr wichtig und relevant, dass man transparent nachvollziehen kann, wie bestimmte KI Entscheidungen getroffen werden oder wie auch die Systeme aufgebaut sind, wie vermieden wird, dass bestimmte Bias und vielleicht auch Fehlinformationen dort reingelangen können. Das ist bei OpenAI leider eben nicht gegeben, dass man das heutzutage sehr klar nachvollziehen kann. Aber es gibt auch viele andere große Sprachmodelle. ChatGPT von OpenAI ist nicht das einzige. Es gibt auch von Google, von Facebook, einige, auch ein deutsches Unternehmen, Aleph Alpha ist darunter, was ein großes Sprachmodell entwickelt. Wir arbeiten selber daran, aber man braucht eben, um diese ganz großen Modelle zu trainieren, doch auch enorme Rechenleistung. Das ist auch manchmal eine gewisse Einstiegshürde, wobei wir da in Hannover ja, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt sind und daran arbeiten, auch in dem Bereich an der Forschung quasi mitzuwirken. Ja, natürlich sind qualitative Daten, Texte für so eine KI von besonderer Bedeutung, weil so gut wie die Trainingsdaten sind, so gut sind dann entsprechend auch die Ergebnisse. Und da können Bibliotheken einen großen Beitrag leisten. Gerade wir als TIB, wir haben 60% auch unserer Bestände sind Bestände, die nur wir besitzen, die es nirgendwo anders gibt. Wir arbeiten daran, die zu digitalisieren, zugänglich zu machen. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und gerade eben auch, dass wir versuchen, in Europa natürlich auch mehr Trainingsdaten, mehr Texte in den verschiedenen Sprachen verfügbar zu machen. Das ist auch ein Thema, an dem wir arbeiten. Wobei es natürlich auch in der digitalen Welt so ist, dass bei uns, wir haben eine gewisse vielleicht Alleinstellung mit den 60% eigenen Beiträgen. Das ist aber oft bei anderen Bibliotheken nicht der Fall. Man findet oft eben auch Literatur dann an verschiedenen Stellen. Und dadurch ist es auch jetzt für eine KI nicht unbedingt notwendig, Zugang zu allen Bibliotheken zu haben, sondern nur zu denen, wo wirklich besonders einzigartige Bestände quasi verfügbar sind.